Ja, wir kommen jetzt zu dem interessantesten Teil unseres Jimi Hendrix Specials, zu einem Interview. Wer könnte nämlich die Person Jimi Hendrix besser beschreiben als seine damalige Verlobte, die deutsche Monika Dannemann? Sie lebt auch heute noch in England und hat sich liebenswürdigerweise für ein Interview bereit erklärt. Ich versuche sie jetzt in England zu erreichen. Ich hoffe, sie hat sich nicht anders überlegt. Ja, hallo. Hier ist Fritz Egner vom Bayerischen Rundfunk. Ist dort Frau Dannemann? Ja, Augenblick bitte, ja. Danke. Hallo? Ja, hallo Frau Dannemann. Ja, ich bin furchtbar nervös. Wir kriegen das schon hin. Frau Dannemann, wie würden Sie ihn charakterisieren? Wie würden Sie sagen, war sein Image? Wie wurde es zusammengebastelt sozusagen? Wer hatte es in der Hand? Also Jimmys Image, dass ihn als rauschgiftsüchtigen, sexbesessenen und wilden Mann darstellte, wurde von seinem Management erfunden, um ihn schnell berühmt zu machen, was ja auch geschah. Mhm. Für Jimmy selbst war seine wilde Bühnenshow nichts anderes als Showbusiness. Aber schon Mitte 1968 erkannte Jimmy, dass seine wilde Bühnenshow sowie sein Image seiner spirituellen Message schadete und er dir geben wollte. Und er versuchte, von diesem fabrizierten Image wegzukommen. Er wollte, dass die Menschen ihn als den erkennen, der er in Wirklichkeit war. Und er kämpfte dafür, aber weder sein Management noch die Presse und das Publikum akzeptierten das. Und die Geschichten, die weiterhin über ihn verbreitet wurden, erhielten dieses Image am Leben. Das ist ein ziemlich schwerer Vorwurf seinem Management gegenüber. Aber Frau Dannemann, wie war Jimi Hendrix denn nun wirklich? Ja, in Wirklichkeit war Jimmy ein aufrichtiger, zärtlicher, gefühlvoller, liebenswürdiger und humorvoller Mensch. Er war sehr intelligent und ein großer Denker. Und er versuchte immer eine Antwort für viele Probleme der Menschen und der Welt zu finden, um ihnen zu helfen. Jimmy war auch scheu und weil er so sensibel war, war er auch sehr verwundbar. Sehr oft war er inspiriert, dann war sein Verstand mehr in einer anderen Dimension als auf der Erde. Dann dachte er nur an spirituelle Dinge oder an die Musik. Und das waren die Zeiten, in denen er den Anschein hatte, dass er vollkommen geistesabwesend war. Wenn dies geschah, passierte es auf natürliche Weise, denn er war sehr medial veranlagt und nicht durch Drogen, wie viele dachten. War er denn auch sehr religiös? Er war sehr religiös, aber er hatte seine eigene Religion, weil er Visionen hatte und auf Astralreisen ging, woran er sich erinnern konnte und so all solche Sachen. Frau Dannemann, Sie haben ein Buch geschrieben über Jimi Hendrix. Um was geht es denn in diesem Buch hauptsächlich? Ja, ich habe das Buch geschrieben, damit ein für alle Mal die vielen Lügen über Jimi, die erzählt werden und geschrieben werden, aufhören. Und ich möchte, dass die Menschen endlich erfahren, wie er in Wirklichkeit war. Und das spirituelle Wissen, das er mir gegeben hat, möchte ich weitergeben. Und seine Gedanken und sein Glauben und die Bedeutung seiner Texte, die eine Botschaft enthalten. Sie haben keinen Verleger gefunden für dieses Buch. Woran liegt das? Nein, das stimmt nicht ganz. Und zwar, ich habe einen Verleger gefunden 1972 in Amerika, aber die wollten mein Buch vollkommen umschreiben. Und zwar wollten sie wieder das alte Image reintun, mit Sex und so weiter. Und nicht das, was ich als Wahrheit in Jimmy erkannt hatte.
Und deshalb habe ich jetzt das Buch zurückgezogen zu dieser Zeit. Ja, nun, vielleicht gibt dieses Gespräch wieder neue Anregungen für Verleger, dieses Thema aufzugreifen. Denn Jimi Hendrix ist ja in diesen Monaten und Tagen wieder mehr gefragt denn je. Bevor wir aber nun auf den mysteriösen Tod von Jimi Hendrix noch genau eingehen. Den Tod von Jimi Hendrix wurde viel spekuliert. Es wurde vieles falsch interpretiert wahrscheinlich. Ich glaube, Sie sind eigentlich die Einzige, die dieses aufklären könnten. Wären Sie bereit, darüber zu sprechen? Ja, und zwar am 18. September unterhielten wir uns über spirituelle und persönliche Dinge bis kurz nach 7 Uhr. Und ich schlief als erstes ein, Jimmy blieb noch wach. Und um ungefähr 20 nach 10 wachte ich auf, während Jimmy noch immer schlief. Und nach einiger Zeit verließ ich das Schlafzimmer und zog mich an. Und ich ließ Jimmy weiter schlafen, da wir später zu seiner englischen Plattenfirma gehen wollten. Als ich aus dem Bad kam, bei Jimmy leise vorbeiging, sah ich, dass er immer noch schlief. Und ich verließ die Wohnung, um für uns Zigaretten zu holen. 10 Minuten später kam ich zurück und es war kurz vor 11 Uhr und ging direkt in unser Schlafzimmer und ich setzte mich auf einen Stuhl und sah ihn mir an. Und zwar, der Grund war, er wollte, dass ich ein Gemälde für ihn machte. Und dann sah ich plötzlich, dass etwas nicht stimmte, dass ein bisschen Flüssigkeit aus seinem Mund kam. Und ich versuchte ihn zu wecken und als mir das nicht gelang, rief ich sofort eine Bekannte an, um eine Telefonnummer eines privaten Arztes zu erfahren, der Jimmy helfen würde. Aber sie kannte keinen Arzt und daraufhin wählte ich den Notruf, der mir einen Krankenwagen schickte, der 10 Minuten später eintraf. Inzwischen hatte ich festgestellt, dass Jimmy 9 Schlaftabletten genommen hatte, was ich den Krankenpflegern sagte. Ja. Sie untersuchten Jimmy, sein Herz, sein Puls und seine Augen und sagten mir danach, ich brauche mir keine Sorgen machen, er würde spätestens am Nachmittag von alleine wach werden, aber aus Vorsicht würden sie ihn ins Krankenhaus nehmen. Und ich fuhr mit und saß mit einem Krankenpfleger neben Jimmy. Und erst eine Stunde, nachdem wir im Krankenhaus ankamen, starb Jimmy als Folge von Einatmung des Erbrochenen, wie die Untersuchung ergab. Wie konnte das passieren? Ja, da sind drei Gründe. Nummer eins, der Krankenwagen fuhr zu einem Krankenhaus, was recht weit entfernt war, anstatt direkt hinter unserer Wohnung war ein Krankenhaus und dort fuhren sie nicht hin, aber das wusste ich damals zu der Zeit nicht. Mhm. Nummer zwei, der Krankenpfleger, der neben Jimmy saß, brachte immer Jimmys Kopfstellung ganz nach hinten. Jedes Mal, wenn Jimmys Kopf nach vorne fiel, brachte er ihn wieder zurück ganz nach hinten. Das hieß, was ich hinterher gehört habe, dass es das Falscheste war, was man machen konnte, denn dadurch konnte das Erbrochene nicht herausfließen, sondern blieb stecken im Hals. Ja. Und Nummer drei, dieses Krankenhaus, wo die uns hinfuhren, hatte keine Intensivstation und somit auch keinen Arzt, der die Luftröhre ausschnitt. Und damit wäre nämlich alles in Ordnung gewesen. Das ist das Erste, was ich später hörte, was ein Arzt tut, wenn so ein Fall in seinem Krankenhaus kommt. Jetzt natürlich eine Frage von deinem Mann. Er hat eine, man kann wohl sagen, Überdosis Schlaftabletten genommen. Wollte er sich das Leben nehmen? Ist das anzunehmen? Nein, stimmt nicht. Erstens, in der Untersuchung, in der polizeilichen wie ärztlichen Untersuchung, sagten sie, dass das keine Überdosis war, die 9 Tabletten. Mhm. Und es wurde ja auch in der polizeilichen Untersuchung hinterher am Schluss festgestellt, dass er gestorben war durch den Erbrochenen, daran erstickt war. Und ganz sicher weiß ich, dass er bestimmt nicht an Selbstmord dachte,
da er unheimlich viele neue Pläne hatte und unheimlich sich schon darauf vorbereitet hatte und Sachen schon angefangen hatte in der Richtung. Und deshalb sicher war es kein Selbstmord. Sie sagten vorher, dass er sehr sensibel war, dass er ein Mensch war, der eigentlich lieber zurückgezogen gelebt hätte. Glauben Sie, dass er manchmal auch depressiv war? Ich glaube, er war genauso manchmal depressiv wie jeder andere Mensch, aber nicht mehr, obwohl er sehr viel Sorgen hatte. Aber er war von Natur aus ein großer Kämpfer, sonst wäre er erst gar nicht bis nach England gekommen. Denn die Zeit davor war wirklich schrecklich für ihn, wo er also nicht zu essen hatte, wo er im Park lebte und schlief und so weiter. Und er gab nicht auf, egal was es war. Seine Eltern waren auch relativ mittellos. Sie konnten ihm auch nicht so viel helfen. Nein, seine Mutter starb schon, wie er 10 Jahre alt war. Und sein Vater war Gärtner. Also da konnte er gar keine Hilfe bekommen und hatte auch niemals danach gefragt. Das war nicht in seiner Natur. Worauf ich noch einmal ganz kurz kommen möchte, um das Bild Jimi Hendrix nun endgültig mal zurechtzurücken, 12 Jahre nach seinem Tod. Drogen waren für Jimi Hendrix nicht existent oder waren sie teilweise mal als Aufputschmittel oder als... Er hat Drogen genommen, aber sehr wenig, das letzte Jahr überhaupt nicht. Und er hatte sie genommen, weil das einfach alle Musiker zu der Zeit nahmen Drogen und er wollte auch wissen, wie es ist, wenn man eine Droge nimmt. Aber er hat nie in seinem Leben eine harte Droge genommen. Wie glauben Sie, wäre es musikalisch bei Jimi Hendrix weitergegangen? Glauben Sie, dass er irgendwann doch mal die Kraft gehabt hätte, sich von seinem Management und von dem ganzen Umfeld zu lösen, um dann wirklich seine eigenen Ziele zu verfolgen? Ein Jahr bevor er starb, versuchte er laufend, sich von seinem Manager zu lösen. Und kurz vor seinem Tod hat er auch seinen Rechtsanwalt wieder angerufen und hat gesagt, er will unter allen Umständen sofort von seinem Manager wegkommen, egal was es kostet. Ob es nun sein ganzes Geld kostet und auch wenn es seine ganzen Platten, er hatte unheimlich viele Platten gemacht, die nicht auf den Markt kamen bis jetzt. Das war ihm alles egal, auch wenn sein Manager diese alle bekommen würde. Er wollte nur weg von ihm, weil er merkte, dass der ihn langsam aber sicher zerstörte, schon alleine aufgrund dessen, dass er für 1,5 Jahre keine Platte mehr auf den Markt brachte. Sprechen wir von Manager Chess Chandler oder von jemand anderem? Am Anfang sprechen wir von Chess Chandler bis 1968 und dann nur noch von Mike Jeffries. Und Mike Jeffries war eigentlich derjenige, der dann so den größten Schaden vielleicht bei ihm angerichtet hat, kann man das so sagen? Ja, er fing damit an, dass er Jimmy auf die Monkeys-Tour schickte. Wo Chess Chandler ihn auch rausboxte mit einer kleinen Geschichte, die nicht stimmte. Und dann, wie Chess ganz weg war, dann fing der Trouble an für Jimmy. Und er war ihm ausgeliefert aus vertraglichen Gründen. Ja, vollkommen. Wenn ein Musiker in eine solche Falle gerät, dann ist das natürlich das Ende für eine kreative Arbeit auch. Aber Jimi Hendrix hat wohl nie aufgegeben, kreativ zu sein. Nein, er hat nie aufgegeben. Er hat fast, selbst wenn er nicht in der Öffentlichkeit war, war er laufend im Studio von abends bis morgen früh um 11 Uhr und hat gespielt und komponiert wie ein Verrückter, weil er auch immer hoffte, dass diese Sachen alle rauskamen. Bis zu seinem Tod hatte er ungefähr 7 bis 8 Schallplatten vollkommen fertig, die bis jetzt noch nie rausgekommen sind. Ja, Frau Dannemann, das war ein sehr, sehr aufschlussreiches, interessantes Gespräch und ich kann mich wirklich nur bedanken, dass Sie mir geholfen haben, diese Sendung zu dem zu machen, was sie geworden ist, hoffentlich geworden ist. Ein Bild über Jimi Hendrix, ein echtes Bild, authentisches Bild, so wie er wirklich war. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bedanke mich. Wiederhören. Wiedersehen. Are You Experienced? Die Musik von Jimi Hendrix im Hintergrund und 4 Minuten noch bis 21 Uhr. Ich darf mich gleich verabschieden. Fritz Egner,
mit Popnacht Spezial über das Leben und den Tod von Jimi Hendrix, der heute vor 12 Jahren im Krankenhaus in London gestorben ist. Ich darf mich bedanken, wir sind wieder zusammen morgen Abend um 20.05 Uhr mit Popnacht Replay. Fritz Egner wünscht noch einen schönen Abend und bis morgen. Servus und bye bye.